Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen, aber feinen Test zur Ermittlung einer realistischen Pump- und Verlustleistung eines Aquarium-Außenfilters. In meinem Fall ist es ein Oase Biomaster Thermo 600. Wobei ich dazu sagen muss, jetzt für meinen Versuchsaufbau habe ich den Thermo bzw. den Heizstab hier entfernt, da ich ja hier kein Wasser erhitzen möchte, sondern nur die reine Pumpleistung ermitteln möchte. Mich hat es dazu bewogen, dieses Video zu machen, da man viel im Internet, gerade als Newcomer, viel davon liest, wie hoch die Verlustleistung ist und jeder schreibt irgendwas darüber, behauptet irgendwas. Auch manche Zoofachverkäufer wissen darüber nicht Bescheid. Die gehen immer von der maximalen Niederleistung eines Filters. In diesem Fall vom Biomaster 600 ist jetzt die Förderleistung der Pumpe von 1250 Liter pro Stunde angegeben. So, und viele schreiben dann natürlich dazu, dass es wirklich nur die Pumpleistung ist von dem Pumpkopf bzw. von der Pumpe ohne Filtermaterial. So, und in diesem Test soll es einmal darum gehen, die tatsächliche Pumpleistung festzustellen. Das wird jetzt folgt so ausschauen, dass wir diesen Filter einmal komplett ohne Filtermaterial, ihr seht es hier links im Bild, durchlaufen lassen werden und einmal mit Filtermaterial. Und dazu sei gesagt, ich werde am Anfang einmal so bestücken, wie das Oase vorgibt, beziehungsweise wie der Filter ab Werk ausgeliefert wird. Und einmal werde ich noch etwas mehr biologisches Filtermaterial reinsetzen oder beziehungsweise bestücken, um halbwegs realistische Werte hinzukriegen. Ihr seht es ja auch schon selber, das Filtermaterial ist komplett unbenutzt. Das ist hier mein Ersatzfilter. Selber habe ich an meinem Aquarium jetzt den 850er dran und der 600er ist jetzt mein Ersatzfilter. Genau, und Versuchsobjekt. Der ganze Versuch wird so ablaufen, dass wir in erster Instanz den komplett unbestückten Filter mit Wasser auffüllen werden, da sonst kein Pumpprogramm möglich ist. Als nächstes werden wir dann diese 5 Liter vom Kanister 1 über die Pumpe in Kanister 2 befördern. Das ist der Plan. Recht simpel, und ich werde auch die Zeit dazu stoppen, wie lange es dauert, bis der Kanister die 5 Liter Marke erreicht hat. Ich habe mir dazu eine professionelle Markierung gesetzt, beziehungsweise haben die Kanister selber schon eine 5 Liter Marke Grenze. Genau. Ja, ich veranschauliche euch das nochmal für den einen oder anderen Skeptiker, dass der Filter komplett leer ist. Wie gesagt, das ist Versuch Nummer 1. Komplett unbestückt, ohne Filtermaterial, nur die reine Pumpleistung. Wie gesagt, ist komplett leer der Filter. Auch die Vorfilterpatrone ist auch leer. Der komplett unbestückte Biomaster ist jetzt mit Wasser befüllt. Ich habe auch schon die Luft weitestgehend rauspumpen lassen, so gut es ging. Der Ansaugschlauch ist ja auch schon mit Wasser gefüllt, dass die Pumpe dann gleich loslegen kann. Jedoch ist der Auslaufschlauch noch mit Luft gefüllt, wo das Ergebnis etwas verfälschen könnte. Ich versuche erst Start zu drücken, wenn das Wasser hier den Kanister passiert, und werde Stopp drücken, wenn die 5 Liter Markierung erreicht ist, die sich hier befindet. Genau, das ist der ganze Versuch. Wie gesagt, komplett ohne Filtermedien. Das seht ihr hier liegen. Und erschwerend kommt noch hinzu, dass ich hier mit einer Hand filme und ich mit der anderen Hand gleichzeitig den Filter einschalten muss und gleichzeitig auch Start drücken muss. Also so viel zum Thema Multitasking bei Männern. Ich versuche es so gut wie möglich hinzukriegen, aber wie gesagt, es wird etwas das Ergebnis minimal verfälschen. Aber wie gesagt, wir wollen ja hier keine Laborwerte. So, jetzt heißt es roten Knopf drücken. Let's go!
kommen wir zu Versuch Nummer 2 mit bestückten Filtermedien. Ihr habt es ja schon im Zwischenvideo gesehen, wie ich den Filter bestückt habe. Und zwar so, wie er ab Werk ausgeliefert wird, beziehungsweise wie das Oase empfiehlt. Jedenfalls mit dem mitgelieferten Filtermaterial. Genau. Dazu sei noch gesagt, dass die Filtermedien komplett, wie ihr schon im Video gesehen habt, unbenutzt sind, also neu. Und es hat auch eine Weile gedauert jetzt hier. Ich habe den Filter zuvor erstmal ein bisschen laufen lassen, dass die ganze Luft aus den Filtermatten rausgeht. Da wird auch trotzdem noch etwas Luft rauskommen, nehme ich mal an. Genau, um das euch nochmal zu veranschaulichen. Ich habe hier beim Vorfilter die 30 ppi Schwämme eingesetzt. Also das sind, ich glaube, die gröbsten, was der Oase anbietet. Genau, als nächstes habe ich die Hel-X Biofiltermedien eingesetzt und dann habe ich die drei typischen blauen Schwämme eingesetzt und zum Schluss dann noch den etwas feineren Schwamm von Oase. Genau, so ist der aktuelle Aufbau für den Versuch. Und ihr kennt ja das Spiel, roten Knopf drücken und wegrennen. Nein, genau. Kommen wir zum dritten und letzten Versuch. Ihr habt es ja wieder im Zwischenvideo gesehen, wie ich den Filter bzw. die Filteranordnung geändert und teils neu bestückt habe. Vorab sei noch dazu gesagt, ich will hier nicht eine Diskussion anfangen, wie man einen Filter perfekt bestückt und die beste Filterleistung hier rauskommt. Hier geht es in dem Video rein nur darum, wie, also inwiefern die Filtermedien die Durchflussmenge reduzieren. Genau, und zudem habe ich leider nicht mehr Biofiltermedien hier. Das ist, wie gesagt, ein Ersatzfilter. Der 850er Biomaster ist am Hauptaquarium und wie gesagt, der 600er ist der Ersatzfilter, inklusive den ganzen Filtermedien, wo übrig sind, wo ich dann praktisch so fahren würde als Notfilterung. Und ich glaube auch, wenn jetzt ein Vorschlag kommt, dass man jetzt hier unten eine Filtermatte reinmacht, also so eine blaue, und dann eine feinere, beziehungsweise Filtermatte, und dann rein nur Biofiltermedien, dass es den Durchfluss wirklich erhöht. Also, weil die Biofiltermedien, die bieten ja eigentlich fast keinen Widerstand. Also schon, aber nicht so wie die Filtermatten. Genau. Um das nochmal detailliert zu zeigen, der Vorfilter ist gleich geblieben mit 30 ppi. Hier unten habt ihr gesehen, habe ich drei blaue Filtermatten, beziehungsweise sind die bloß nach unten gerutscht. Dann habe ich hier in den zwei Kammern von Eheim diese komischen Steinchen und hier oben die Röhrchen drin. Und hier oben die Filtermatte ist gleich geblieben. Hier könnte man noch Filterwatte oder was reinsetzen oder die kann man ja auch hier runtersetzen oder so. Wie gesagt, das ist jetzt keine Anleitung, wie man hier perfekt filtriert oder so. Aber ich glaube, die Filterwatte, wenn die neu eingesetzt ist, die hat einen ähnlichen Durchfluss wie jetzt diese Matte. Genau. Ihr kennt ja das Spielchen. Der rote Knopf. Und
schon kann es losgehen. Ich füge aus gegebenem Anlass noch einen Versuch Nummer 4 hinzu. Ja, der ein oder andere von euch hat bestimmt schon anhand den Zeiten was hochrechnen können. Und falls ihr das noch nicht getan habt, braucht das auch nicht. Ich habe es euch hier schon festgehalten. Hier seht ihr die drei Versuche mit jeweils zwei Durchläufen. Und von den zwei Zeiten habe ich den Mittelwert genommen und anhand des Mittelwertes habe ich die Pumpleistung pro Stunde hochgerechnet. Und wie gesagt, ihr könnt mich gern korrigieren, wenn ich irgendwo einen Fehler oder wenn ihr irgendwo einen Fehler findet. Ich meine, ich habe hier einfach eine Dreisatzrechnung gemacht, aber ihr müsst auch im Hinterkopf behalten, das ist ja hier, wie gesagt, kein Labor. Und hier sind, denke ich mal, einige Fehlerquellen am Start. Es geht ja schon los anhand meines Reaktionsvermögens. Und die anderen Gegebenheiten, ich meine, Schlauchlänge spielt hier ein Thema. Wie gesagt, ihr könnt mich gern korrigieren oder verbessern. Mit Ausnahme von der Filterbestückung. Ja, kommen wir mal zu den Ergebnissen. Und zwar hier ist der erste Durchlauf mit komplett unbestückten Filtern. Ihr habt es ja, wie gesagt, im Video die Zeiten gesehen. Davon habe ich den Mittelwert genommen. Da kommen wir beim Versuch Nummer 1 auf 749 Liter aufgerundet. Ja, das ist schon etwas Merkwürdiges, dass der tatsächliche Pumpenwert sein soll, beziehungsweise Pumpenleistung. Also ich habe mir da echt schon mehr vorgestellt. Beim Versuch Nummer 2 mit der werkseitigen Filterbestückung hat man ja schon im Video gemerkt, dass er etwas oder minimal länger braucht. Und man sieht es auch am Ergebnis, dass das Filtermaterial ein bisschen ausbremst. Aber das ist eigentlich ein Wert, wo man sagt, das kann man eigentlich vernachlässigen. Ich meine, ihr seht es ja im Unterschied. Ja, und beim Versuch Nummer 3 ist im Prinzip fast das ähnliche Filtermaterial, nur wie ihr im Video gesehen habt, mit dem biologischen Filtermaterial von Eheim und einer neuen Filteranordnung. Ja, und man mag es kaum glauben, aber die Do-it-yourself-Variante scheint am besten zu sein. Und ich kann mir den Unterschied zwischen Versuch Nummer 3 und 1 nur so erklären, dass die Wasserführung etwas besser ist. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt, wenn das Wasser in den Filter gelangt und unten auf den ersten Korb trifft, wo jetzt im ersten Versuch ja das Hel-X drin war, das Wasser ziemlich orientierungslos, sagen wir mal so, auf das Hel-X trifft und komplett verwirbelt wird. Ich meine, das ist ja auch die Aufgabe vom Hel-X. Und also sprich, es hat keine richtige Führung. Und dann als nächste Stufe kommen ja die Filtermatten, wo das Wasser ziemlich kontrolliert durchfließen kann, beziehungsweise etwas besser geführt wird. Und das haben wir ja im Versuch Nummer 3 geändert, beziehungsweise trifft ja das Wasser im dritten Versuch oder dritten Durchlauf zuerst auf die Filtermatten, wo komplett eine geführte Wasserzirkulation gegeben ist und dann zum Schluss auf das bedeutend schwerere Biofiltermedium vom Eheim trifft.
Also nur so kann ich mir das irgendwie erklären, dass das etwas besser funktioniert hat. Nichtsdestotrotz ändert das nichts an die tatsächliche Pumpleistung. Wie gesagt, ihr müsst bedenken, dass der Filter, der Biomaster 600, eine maximale Filterleistung oder Pumpleistung, wie gesagt, von 1250 Liter angegeben ist. Also ich hätte damit gerechnet, dass wir so auf 1100 Liter kommen werden. Aber dass es tatsächlich so wenig sein soll. Wie gesagt, ihr könnt mich gern verbessern oder korrigieren. Und ich dachte mir manchmal, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass der Wasserdruck zu niedrig ist. Und deshalb habe ich jetzt auch den Versuch Nummer 4 hier aufgebaut. Mit dem kleinen Unterschied, dass das Wasser jetzt etwas höher steht, auf ca. 50 cm Höhe, um halt dementsprechend das so wiederzugeben, praktisch, dass, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, hier das Aquarium steht ja immer über dem Filter in den meisten Fällen. Und also die Wassersäule ist praktisch höher als der Filter. Und durch den erhöhten Wasserdruck ist dann eine höhere Filterleistung. Obwohl ich mir das eigentlich auch nicht direkt vorstellen kann. Wie gesagt, wir probieren das jetzt hier mal aus, ob das hier was bringt. Und im Versuch Nummer 5 werde ich mal eine kleine Veränderung vornehmen am Vorfilter. Der ein oder andere kennt dieses oder diese Tuning-Maßnahme bestimmt schon. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Jetzt versuchen wir erstmal den vierten Versuch ordentlich hinzubekommen, dass wir wieder einen brauchbaren Wert hier ermitteln. Das rote Knüppel ist am Start. Let's go! So, Versuch Nummer 4 ist nun beendet. Gleichzeitig habe ich hier zwecks Tuning-Versuch den Versuch Nummer 5 schon vorbereitet, aber dazu gleich mehr. Ja, ihr habt ja anhand den Zeiten bestimmt schon erahnen können, dass die theoretische Pumpleistung weiterhin gesunken ist. Beziehungsweise ist eigentlich Pumpleistung der falsche Begriff hierfür. Wir können auch von einer theoretischen Filterleistung sprechen. Aber das ändert nichts daran, dass der Wert ziemlich niedrig erscheint, wenn wir das mal mit den Herstellerangaben vergleichen. Dazu hat ja jeder Hersteller auf seinen Verkaufskarton meistens so ein Diagramm abgebildet. Also OASA hat das wunderschön gemacht, indem wir ganz gut die Höhe bestimmen können von unserem Aquarium. In unserem Testaufbau bewegen. Dann rutschen wir einfach mal rüber zum Biomaster 600 und gehen dann auf die theoretische Förderleistung. Ja, da sind wir ungefähr bei 1000, vielleicht 1050, 1100 Liter. Ja, ist ein Unterschied, oder? Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, wie sowas zustande kommt. Auch jetzt hier auf gleicher Ebene. Wenn wir jetzt mal hier unten schauen, müssten wir jenseits von 1000 Liter pro Stunde liegen. Ist aber bei uns jetzt nicht der Fall. Also ich frage mich echt, wo hier der Fehler begraben liegt. Also ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren hinterlasst, ob ihr irgendjemand hier den Fehler findet oder ob das wirklich realistisch erscheint. Also wenn das wirklich realistisch erscheint, dann ist eigentlich rein theoretisch wieder die Pumpenleistung zu niedrig für zum Beispiel ein 300 Liter Becken. Mal von der Annahme ausgegangen, dass, also wie man es immer gesagt bekommt, dass der Filter
das Becken möglichst so 2 bis 3 Mal pro Stunde umwälzen sollten. Ja, genau. Als nächstes, beziehungsweise zum Versuch Nummer 5. Wir schalten hier mal die Stoppuhr wieder ein. Wie gesagt, ich habe natürlich über YouTube bzw. den Pond-Guru, so heißt er glaube ich, dürfte ja einige von euch kennen, habe ich einen kleinen Tuning-Versuch unternommen und ich habe es auch noch nicht getestet. Und zwar hat der YouTuber den Vorfilter etwas modifiziert, indem er zusätzliche Löcher eingebohrt hat. Normalerweise ist der Ansaugstab hier mit diesen Löchern versehen, auf beiden Seiten. Man kann ja auch den Zigarre durchschauen. Ich habe jetzt an dieser Stelle zusätzliche Löcher hier reingebohrt, man sieht es, krumm und schief. Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, dieser Stab war jetzt in den ganzen Testversuchen nicht integriert. Den habe ich jetzt von meinem 850er Filter herausgenommen und ausgetauscht. Wie gesagt, bei den ganzen Versuchen war jetzt der originale Stab mit den originalen Löchern drin. Und jetzt setzen wir diesen Stab hier mal ein und versuchen einfach nochmal die Pumpleistung oder die Futterleistung nochmal zu erhöhen dadurch. Versuch Nummer 5, ein Tuning-Versuch, ist jetzt hier liegen und mit modifizierten Ansaugstab vom Vorfilter. Genau, ihr kennt das Prozedere, brauche ich nichts dazu erklären. Lassen wir uns einfach starten, einmal auf Weitwinkel, das rote Knöpple. Let's go. An dieser Stelle möchte ich das Video so langsam zu Ende bringen, beziehungsweise ist das Experiment somit beendet. Ich sag mal so viel im Voraus, falls es einige von euch denken oder generell sei gesagt, dass ich nicht von Oase bezahlt worden bin, geschweige denn die Produkte in irgendwelcher Form gesponsert worden sind. Die Produkte habe ich, also in dem Fall den Filter, habe ich alle selber erworben. Und es sei auch noch dazu gesagt, ich möchte hier keine Hersteller ins schlechte Licht drücken. Ich bin mit den Oase Biomaster 600 und den 850er Filter sehr zufrieden. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber das ist hier nicht die Rede wert. Dieses Video habe ich hier aus eigener Interesse erstellt, weil es mich selber interessiert, weil man viel im Internet darüber liest, inwiefern die Filtermedien den Durchfluss bremsen und reduzieren oder erhöhen, je nachdem, was wir jetzt heute hier festgestellt haben. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr noch ein paar Fehler entdeckt. Wie gesagt, ich schaffe hier leider nicht einen Laborwert hinzubekommen, möchte ich auch nicht. Ich wollte es euch nur mal veranschaulichen und den Test durchführen. Ja, wie ihr seht, habe ich hier zum guten Schluss nochmal einen Versuch gestartet, um halt eine kleine Fehlerquelle
bezüglich des Schlauchs und ein paar Verjüngungen auszumerzen, beziehungsweise war hier oben im Kanistereingang der Schlauch etwas über die Zeit gedrückt, beziehungsweise flacher geworden. Und das auszumerzen habe ich die originalen Adapter von der Oase mal installiert. Ja, und das Ende vom Lied war, ich habe den Durchfluss weiter reduziert. Das seht ihr hier unten. Der Filter ist bei diesem letzten Test, ich habe auch nur einen Durchlauf gemacht, komplett unbestückt, ohne der Tuning-Maßnahme und wie gesagt mit den originalen Adaptern. Ja, und rein rechnerisch komme ich auf einer Literleistung von 558 Liter pro Stunde, was in meinen Augen ja schon etwas arg wenig ist. Und ja, als nächstes sei noch gesagt, falls es den einen oder anderen getriggert hat und sich gefragt hat, was hier so laut brummt, ob das der Filter ist oder irgendwas anderes ist. Ja, das ist was etwas anderes, und zwar ist das hier mein Abluftventilator, der die ganze Zeit läuft. Selber ist der Oase Biomaster in meinen Augen ein sehr, sehr ruhiger Filter. Es sei denn, also nach meinen Erfahrungen her, wenn man den komplett neu einrichtet, ich habe es jetzt wieder beim 850er gemerkt, wo alles komplett neu ist, wo das Gehäuselager vom Propeller noch komplett umgeschmiert ist, dann hört man den Biomaster etwas brummen, aber es hält sich komplett in Grenzen. Und ich habe bei dem Biomaster 600 nach ungefähr 2 Monaten fast nichts mehr gehört. Also er brummt ganz, ganz leise. Und gerade wenn ihr, wie ich jetzt zum Beispiel, ein Oase Highline 300 Becken habt mit Unterschrank und ihr macht die Schranktür zu, ihr hört nahezu nichts mehr. Vorausgesetzt, so als einen kleinen Tipp am Rande, der Auslauf brummt etwas und wenn der Schlauch irgendwo am Schrank anliegt, brummt der ganze Schrank. Also das sollte man irgendwie so hinbekommen, dass er entweder in der Luft hängt oder irgendwo mit Schaumstoff gefedert ist, dass er nicht den Schrank berührt. Genau, kommen wir mal zu einer Zusammenfassung vom Video, von den gemachten Erfahrungen. Wie gesagt, auf gleicher Ebene, das hatten wir ja schon mal durchgesprochen. Ich möchte noch ein bisschen was hier zum zweiten Szenario sagen. Und zwar, wir haben es ja hier schon gesehen, komplett unbestückt, ohne Tuning-Maßnahme. Durch den Höhenunterschied liegen wir ungefähr bei 689 Liter. Und ja, ihr könnt euch jetzt selber vielleicht was zusammenreimen. Also ich sag mal schlichtweg, mein Tuning, was ich hier durchgeführt habe, bringt etwas. Also ich behaupte es jetzt einfach mal so anhand den Zahlen. Ihr seht es ja selber, auch wenn es nicht viel Unterschied ist. Man könnte jetzt noch probieren, ob man noch mehr Löcher reinbohrt, aber ich persönlich möchte das jetzt nicht machen, weil irgendwann ist ja fast kein, also da kann man das Rohr fast komplett weglassen. Und das Rohr ist auch so konzipiert in meinen Augen, also vom Vorfilter, dass er möglichst alle Filterringe komplett gleich ansaugt. Genau, und hier als letzten Versuch, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, ist der Filter auch komplett unbestückt, filterlos, ohne Tuning, mit den originalen Adaptern. Und ich war echt erstaunt, dass hier das hier rauskommt. Ja, also ich vermute mal, dass es auch, wie gesagt, an den scharfen Winkel hier liegt. Ich kann euch nur mit auf den Weg geben, für die einen oder anderen, die einen Biomaster besitzen. In meinen Augen bringt das Tuning was.
Also das könnt ihr gern nachmachen, aber ich übernehme halt keine Verantwortung und ihr wisst ja selber, wie das mit den Garantiebedingungen ist von der Rase. Also da müsst ihr euch mit Rasen auseinandersetzen. Ich habe es halt für mich selber gemacht halt. Aber ihr wisst ja, insofern ihr was hier am Gerät verändert und das Rase im Garantiefall feststellt, dann habt ihr schlechte Karten, sagen wir mal so. Also das, wie gesagt, ich übernehme auch keine Verantwortung für, was ihr hier macht. Genau. Und wie gesagt, das Tuning mit dem Vorfilterstab würde ich mal schlichtweg empfehlen. Und dann ist mit der Do-it-yourself-Bestückung auch von mir eine Empfehlung. Ihr seht es ja anhand den Zahlen, dass man etwas besseren Durchfluss hinbekommt. Genau. Und als letzten Tipp, wo ich euch mitgeben möchte, ist, dass man immer darauf achtet, dass hier solche scharfen Winkel nicht zustande kommen. Ich werde auch an meinem Hauptaquarium nochmal schauen, dass ich hier oben, weil ich habe hier beim Auslauf genau diesen Adapter integriert. Ja, da werde ich mal schauen, ob es da eine bessere Lösung gibt. Also ich möchte halt versuchen, dass man halt einen weichen Winkel, eine weiche Kurve hinbekommt. Und wie gesagt, wir haben es ja hier gesehen, dass es ohne diese Adapter viel besser laufen kann. Genau, im Ansaugbereich, wer die Oasebecken nicht kennt, ähnlich wie beim Eheimbecken, ist der Ansaugbereich direkt ein Loch von unten durchgebohrt worden, wo ein Ansaugstab. Ich kann es euch auch mal später mit einblenden. Ihr bekommt natürlich als Belohnung, dass ihr das Video hier geschaut habt, ein paar Eindrücke von meinem Aquarium, wenn es auch nicht perfekt läuft. Wie gesagt, das Aquarium läuft erst seit einem guten halben Jahr, dreiviertel Jahr fast schon. Und ich bin komplett Neueinsteiger in diesem Thema und befasse mich schon so extrem mit dieser Technik hier. Ja, wie gesagt, als Belohnung bekommt ihr noch ein paar Bildchen und kleine Kurzvideos von meinem Becken. Und ja, jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.